Yeah, hallo Leute und willkommen zurück zu Zelda Ocarina of Time Hard Mode Challenge. Ja, wir sind in Goronia angekommen, der Goronenstadt. Und ja, haben somit auch ein neues Volk kennengelernt. Das hier zum Beispiel ist ein Gorone, wie wir ihn auch letztens, im letzten Part, ja, auch außerhalb des Berges gesehen haben. Oh, ich bin so hungrig. Jeder hier muss Hunger leiden, weil der Eingang zur Höhle verschlossen ist. Wir sind vom Aussterben bedroht. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, Dodongos Höhle zu öffnen. Seit Wochen ist sie verschüttet. Es ist so tragisch. In der Höhle lagern die besten und köstlichsten Steinvorräte. Doch wie es scheint, müssen wir nun auf diesen Genuss verzichten. Dabei sind wir Goronen-Feinschmecker, die sich nur schwerlich an andere Nahrung gewöhnen können. Wie gern würde ich jetzt ein Stück Steinfilet aus Dodongos Höhle genießen. Ein Stück Steinfilet? Ja, kann man das überhaupt essen? Haben die Typen überhaupt Zähne? Dann würden die sich daran ja eigentlich ihre Zähne zerstören. Naja, egal. Fragen über Fragen wieder. Hey! Ein kleines Kind wie du muss einen guten Grund haben, um diesen Ort aufzusuchen. Ich hatte also recht. Du bist hier, um den roten Stein zu fressen. Nun, da kommst du zu spät. Er ist fort. Was? Das ist gar nicht der Grund, der dich hierher führt. Du suchst einen heiligen Stein? Damit musst du den leckeren roten Stein meinen, der vor kurzem noch hier lag. Ich war so hungrig, dass ich dachte, es wäre in Ordnung, nur ein kleines Stück davon zu essen. Als ich kam, war er fort. Vielleicht hat ihn Darunia weggenommen. Er sagte, es gefällt ihm nicht, dass alle immer so gierig schauen, wenn sie den roten Stein betrachten. Darunia hat sich in seinen Raum eingeschlossen. Er sprach, ich werde hier auf den Boten der Königsfamilie warten. Aha, was ist denn los, Navi? Was Salia wohl sagen würde, dass wir Hyrule retten? Ja, da ist schon die nervige Navi wieder. Immer wieder dasselbe sagen, was gar nicht hier dazu passt. Sieht aus, als hätte hier jemand etwas weggenommen. Ja, das war dann ja wohl der Stein, wovon er gesprochen hat, ne? Der dann wohl da drin war. Naja, gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon mal einiges mitbekommen, dass wir hier schon mal richtig sind. So. Und bevor wir jetzt groß was machen, springen wir jetzt hier erstmal runter. Was ich auch nicht wusste, dass man hier raufspringen kann, aber bringt uns eigentlich nichts. Dann sprechen wir mal mit dem Goron hier. Was denn los? Darunia hat sich in seinem Raum eingeschlossen. Er sprach, ich werde hier auf den Boten der Königsfamilie warten. Naja, okay, gut. Lesen. Du stehst auf einem weichen Teppich, den nur Darunias Gäste betreten dürfen. Genau, und hier müssen wir einfach mal unsere Ocarina zücken und einmal ganz kurz Zeldas Wiegenlied spielen. Ja, ist ja halt auch ein königliches Lied und damit beweisen wir sozusagen, dass wir auf königlicher Mission unterwegs sind. Zeldas Wiegenlied gespielt, die Tür geht auf. So, Darunia, du hast lang genug gewartet auf den Boten. Hier sind wir. Das ist der Anführer der Goronen und er guckt uns noch nicht mal an. Hallo. Selbst jetzt nicht. Der guckt noch nicht mal runter zu uns. Was? Wer bist du? Als ich das Lied der Königsfamilie hörte, dachte ich, ein Abgesandter sei eingetroffen. Stattdessen sehe ich ein Kind. Hat Darunia, der Führer der Goronen, es wirklich verdient, so behandelt zu werden? Ich kann es nicht glauben. Geh zurück ins Schloss und sag dem König, er solle mir einen richtigen Mann schicken. Du fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? Dämonische Kreaturen sind in Dodongos Höhle eingedrungen. Die Donnerblumenernte war schlecht. Und zudem leidet mein Volk Hunger. Doch wie dem auch sei, dies ist Sache der Goronen. Wir sind zu stolz, um die Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen. Na gut, wenigstens sagt er das so offen heraus, ne? Klar, macht ja auch nicht jeder. So, hier bekommen wir ein paar Dekustäbe. Die brauchen wir nämlich auch, um jetzt hier gleich ein bisschen mit unserem Feuer rumzuspielen. Ist das ein Speer? Ja, cool. Der ragt hier so richtig aus dem Stein raus. Geil gemacht. So. Dann holen wir den mal raus. Den Brief brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Das lege ich mal so hin, das mal so hin. Abgespeichert. Jawohl. Zack. So. Jetzt müssen wir halt, das ist jetzt wieder hier so ein kleines Zeitspiel. Weil wir halt immer die ganze Zeit jetzt mit dem Dekustab
rumlaufen müssen, also mit dem brennenden Dekostab. Und uns auch gleichzeitig beeilen müssen, dass die Fackeln dann am Ende nicht mehr ausgehen. So, erstmal das hier unten alles anzünden, genau. Jetzt dreht sich Link die ganze Zeit im Kreis. Ich verstehe diese Stelle nicht. Das ist sogar im 3DS-Teil so. Das ist irgendwie scheint so ein kleiner Bug zu sein, den sie irgendwie auch nicht wussten, wie sie den entfernen sollen oder waren einfach zu faul dazu. So, jetzt müssen wir hier hin. Dann entzünden wir einmal kurz die Fackeln. Alleine schon an der Musik hören wir, dass es hier richtig ist. So, dass wir damit so ein kleines Rätsel gelöst haben. Und dann sprechen wir doch mal mit dem Goron hier. Das ist ja, man kann ja nie genug Informationen bekommen. Wie fühlt sich Darunia? Oh, ich verstehe. Übrigens, kennst du die Melodie, die durch diesen Tunnel in unser Reich dringt? Wir mögen sie sehr. Aha, die Goronen mögen diese Melodie also. Ich zeige euch gleich welche. Nanu, nur selten verirren sich Leute hierher. Woher kommst du? Aus dem Wald? Was ist das? Wald? Was? Dort wachsen Bäume und Pflanzen? Das verwirrt mich. Hier oben wächst außer den Donnerblumen gar nichts. Wir haben hier auch weder Dekokerne noch Dekonüsse. Und selbst Dekostäbe findet man hier höchst selten. Ich verrate dir etwas. Willst du einen brennenden Stab löschen, so drücke A, bevor er ganz abgebrannt ist. Apropos, ich habe hier irgendwo einen Stab versteckt. Ja, genau, damit meint er halt einen Dekostab wahrscheinlich hier in den Krügen oder so. Ja, genau, den meint er. Ja, ich habe ihn gefunden, sagst du was? Nee. Okay. Ja, das Problem ist jetzt ganz einfach, dass Darunia total schlecht gelaunt ist und diese Musik hier mögen die Goronen sehr. Das ist, ja, kennen bestimmt viele, The Lost Woods, ne? Also die verlorenen Wälder. Oder auch Salias Lied ist das. Das werden wir auch gleich lernen, weil wir das Lied ja ganz einfach hier für den Spielverlauf brauchen. Könnt ihr euch dann bestimmt selbst ausmalen, was wir dann danach mit dem Lied machen müssen. Willkommen, ich habe dich erwartet. Ja, wieder die Eule hier, die uns wieder nervt. Schön, dich wiederzusehen, Link. Hör mir gut zu. Ach, nö. Hier in den verlorenen Wäldern wirst du die heilige Lichtung finden. Dies ist ein Ort, den bisher nur wenige Leute betreten haben. Still, ich höre etwas. Ich höre eine fremde Melodie. Kannst du sie auch hören? Muss ich mich noch einmal wiederholen? Nein. Beweise dein Geschick und finde den Weg durch den Wald. Verlasse dich auf dein Gehör und du wirst schon bald dein Ziel erreichen. Ja, okay. Für die Leute, die das Spiel natürlich so zum ersten Mal spielen, ist die Eule ganz hilfreich, aber ich hätte das natürlich jetzt auch wieder gewusst. So, wir müssen halt einfach immer hören, wo, von welcher Seite die Musik kommt. Das kann man entweder machen, dass man sich einfach nahe eines Eingangs stellt, oder man hat Kopfhörer so wie ich und kann das durch den Stereo-Sound genau raushören. Dann weiß man nämlich, ob es von links oder rechts kommt. Das ist ganz geil gemacht. Es kommt zum Beispiel von links. Das ist so der Vorteil, wenn man es dann über Kopfhörer hat. Als von rechts. Daher ist das eigentlich recht einfach gemacht. So, jetzt waren wir richtig. Und wir sind nun in der Waldlichtung. Wow, aber das ist abgeschlossen. Oh mein Gott, ein Wolf! Ein bissiger Wolfsheimer. Lass ihn herankommen, achte auf seine Bewegung und schlage ihn, wenn er unvorsichtig wird. Genau. So, wenn er einen dann den Rücken zudreht, einmal einen Sprungschlag, tot. Man kann natürlich auch immer nochmal zupieksen, dann braucht man aber, ja, so geschätzt 6 Schläge. Dauert viel zu lange. Also, warten, bis er einen den Rücken zudreht und dann einmal zuschlagen, beziehungsweise so einen, Sprungschlag machen. Das reicht eigentlich schon aus. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass mein Controller irgendwie so ein bisschen rumspackt. Merke ich irgendwie daran, dass es irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ist er aus der Schildhaltung ab und zu mal rausgegangen. Na, jetzt geht's wieder. Okay. Ja, alles in Ordnung. Gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn jetzt hier der Controller rumspackt und man nicht ordentlich zocken kann. So, ja, hier muss man eigentlich nichts anderes machen, außer immer diese Dekonüsse abzublocken, die da auf einen zukommen. Und versuchen so ganz hier durch dieses Labyrinth zu kommen.
Man sieht ja unten auf der Karte, wo man dann immer längs muss, ne? Also von daher kann man sich hier dann auch recht schwierig verlaufen. So eine Karte ist natürlich auch in diesem Spiel, finde ich, ein Muss. Gerade aus zum Beispiel diesem Grund hier. So. Hier kommen jetzt, glaube ich, nochmal drei von diesen Dekus. Genau. Immer der dritte, immer die dritte Dekunus trifft dann am Ende nochmal. Ja, oder gar nicht. Dann sticht man halt einfach mit dem Schwert zu, wenn es sein muss. So. Aber ich glaube, die habe ich jetzt gar nicht gescannt, aber ich glaube, da wird sie auch nichts anderes. Da wird sie auch nichts dran ändern. Da wird Navi bestimmt wieder sagen, dass es irgendwelche Laubkerle sind. Kennen wir ja schon. So. Da sind wir jetzt hier bei irgendeiner Ruine angekommen. Sieht ja auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. Und wir treffen Salia wieder. Was macht die denn hier? Die spielt auf ihrer Ocarina. Aber hat sie die nicht auch uns gegeben? Also muss sie ja wohl irgendwie eine zweite haben, ne? Es fällt mir gerade zum ersten Mal auf, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe auf dich gewartet, Link. Dies ist die heilige Lichtung, mein Lieblingsort. Ich spüre etwas. Dieser Ort wird für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein. Das kann ich fühlen. Spielst du hier die Ocarina, kannst du zu den Geistern des Waldes sprechen. Machst du mir die Freude und spielst mit mir? Natürlich, warum sollte ich das denn auch ablehnen? Versuch, die Melodie, die ich spiele, nachzuspielen. Bist du bereit? So, das ist Salias Lied. Wie schon angekündigt, lernen wir das jetzt. Und ja, das brauchen wir halt eben, um letztendlich bei Darunia punkten zu können. Weil der ist ja so derbe schlecht gelaunt. So, dann werden wir ihm gleich mal das Liedchen vorspielen und mal schauen, was er davon hält. Salias Lied gespielt. Wie wunderschön. Und ihre Lache hat ist erstmal durch den gesamten Wald geheilt. Hat man richtig gehört. Du darfst dieses Lied nie vergessen, versprich es. Willst du meine Stimme hören, so spiele Salias Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Genau, jetzt können wir dann telepathisch mit dir Kontakt aufnehmen. Wenn wir dann auch mal manchmal nicht weiter wissen und Navi einfach zu blöd ist und uns halt nicht weiterhelfen kann, kann man auch mal bei Salia nachfragen. Du hast Salias Lied erlernt. Genau. Okay. Dann hätten wir das schon mal. Und dann gehen wir jetzt zurück zu Darunia. Ja, es wurde ja von diesem Lied auch, das fällt mir jetzt gerade ein, ein Dubstep-Remix gemacht. Den kennen bestimmt sehr viele. Falls ihr den nicht kennt, The Lost Woods, irgendwie Dubstep-Remix mal einfach eingeben. Der ist richtig gut gelungen. Da ist sogar Navis Listen dabei. Also in der englischen Version sagt sie ja... Ah ne, die sagt ja auch hier immer Listen. Genau, stimmt. Es wurde ja nicht übersetzt, stimmt ja. Also ist ganz geil gemacht, finde ich. Ist ganz cool. So, finde ich sehr, sehr geil, wenn Fans dann aus solchen Retro-Spielen dann irgendwelche Lieder aufgreifen und die dann so modern umgestalten, finde ich richtig geil. Hat Salia dir ihr Lied beigebracht? Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben. Ich hörte, dass an anderen Orten ebenfalls die Möglichkeit besteht, Lieder zu lernen, zum Beispiel in Hyrule. Platzierst du die Ocarina auf C und wählst die aus, werden Notenlinien erscheinen. Ich empfehle dir, hier eines der Lieder zu spielen, die du erlernt hast. Du kannst natürlich auch ohne Notenlinien spielen, auch das macht Spaß. So viel Spaß dir zuzuhören, oder wie? Nein. Alle Lieder, die du lernst, werden dir im Statusmenü angezeigt. Lerne sie, denn du wirst sie häufig brauchen. Alles klar, Kollege. Danke dir. Ich glaube, jetzt werden wir ihn auch nicht mehr so oft treffen. Irgendwie noch ein, zwei Mal oder so. So, wie kommt man hier jetzt ganz schnell raus? Einfach random durch irgend so eine Röhre gehen? Oder Baumstumpf? Dann kommen wir im Kokiri-Wald wieder raus. Geil, wa? Das bedeutet, dass im Kokiri-Wald, also hier in den verlorenen Wäldern, dass die sozusagen eine Abkürzung bilden. Und hier wird die ganze Zeit Salias Lied gespielt. Schaut mal dort. Dort oben ist ein Horror-Kid und spielt auf einer Flöte. Hier müssten wir uns draufstellen und Salias Lied spielen, dann bekommen wir ein Herzteil. Das könnte man sich jetzt zum Beispiel in diesem Moment abgreifen. Wo ist das jetzt da nicht? Auf der anderen Seite dann wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob man die noch angreifen kann. Ich glaube schon. Ja.
Oh, er hüpft dann einfach weg? Ist ja lustig. Ich dachte, der greift mich jetzt an. Naja, okay. Wir bekommen nämlich hier gleich an der Stelle, also würden, ne, wenn ich sie einsammeln würde, zwei Herzteile. Und hier unten bekommen wir noch eins. Da stellt man sich auf den Baumstamm, dann kommen zwei Horror-Kids und dann muss man immer wieder die Noten nachspielen, die sie einen vorgeben. Und, ja, dann hat man dann irgendwann das dreimal gemacht oder so. Man bekommt dann 2x5 Rubine. Das soll einen abschrecken, das immer wieder neu zu machen. Und, ja, danach, beim dritten Mal bekommt man dann ein Herzteil. Lohnt sich also. Alles klar, ich werde jetzt noch einmal ganz kurz, Darunia das Lied vorspielen. Bevor ich jetzt den Part beende. Sonst haben wir ja irgendwie nicht so viel geschafft, aber viele Gespräche gehabt. Das ist ja auch mal ganz interessant. Dies ist Sache der Goron. Naja, klar, ist klar. So, wir haben schon gehört, das war jetzt richtig, dass wir die Ocarina gezogen haben. Dann spielen wir Salias Lied und jetzt bin ich gespannt. Tja, es war natürlich richtig, das war ein Rätsel. Und der gute Darunia fängt auf einmal an zu tanzen. Finde ich, ist sehr cool gemacht. Eben gerade noch total nervig und total abweisend. Ja, Link denkt sich auch nur, was geht jetzt bei dem ab? Und geht nur noch zwei Schritte zurück. Oh! Wow! Das groovt! Yeah, yeah, yeah! Ein heißer Beat! Groovy! Ich glaube, wir haben es verstanden. Let's dance! Was? Guckt er das etwa auch? Yeah! Yahoo! So, okay, ich glaube... Wow, cooler Sound! Meine schlechte Laune ist verflogen. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ich musste einfach tanzen. Ich bin Darunia. Ich bin der Anführer der Goron. Gibt es etwas, dass ich, dass ich irgendwas für dich tun kann? Wie? Du suchst den heiligen Stein des Feuers? Der heilige Stein des Feuers, auch als Goronopal bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann ihn dir erst geben, wenn du meinem Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Beweise dich, indem du die Kreaturen in Dodongos Höhle vertreibst. Bestehst du diese Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn für deine Mühe soll der heilige Stein sein. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk der Goronen, ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst sogar du schwere Dinge wie Donnerblumen mit erheben. Jawohl, das ist genau das, was wir brauchen, das Goronenarmband. Nun kannst du Donnerblumen pflücken. Stelle dich davor und nimm sie mit auf. Genau, den haben wir jetzt hier auch an unserem linken Arm. Sieht man? Und damit, wie schon beschrieben, können wir jetzt halt Donnerblumen benutzen und damit können wir den Weg zur Höhle freisprengen. Aber das erst im nächsten Part. Ja, ich bedanke mich dann bei euch fürs Zuschauen und wäre nett, wenn ihr den Part bewerten könntet. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder hier bei Zelda. Dann gibt es wieder richtig Action, weil wir dann in den nächsten Tempel gehen. Das ist ja auch schon mal was. Da werden wir dann so einige Rätsel wieder lösen müssen. Seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.